Suryaye Swaha, Suryaye Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Gern Frank. Ich bin andererseits auch Pressesprecher hier vom Homerhof, Mitglied seit 23 Jahren, seit der Verein existiert. Okay. Und ich erkläre euch heute, wie die Agnihotra-Technik funktioniert. Alle weiteren Anleitungen habt ihr natürlich dann nachher nochmal in diesem Agnihotra-Buch. Wird genau beschrieben, auch mit Pyramidenform, mit Kudung, mit Reis, mit G, welche entsprechende Wirkungen das im Einzelnen hat. Ich zeige euch jetzt heute nur oder demonstriere nochmal, damit wir nachher das, was wir draußen üben, was ihr dann nachher auch in der Praxis einsetzen könnt. Ne? Über die ganze Bedeutung der Pyramide. Wenn wir die mal kurz so rumdrehen und uns noch die Spitze dazu denken, haben wir so die Form der Cheops-Pyramide mit den entsprechenden Winkelmaßen von 51 Grad 51 oder 51 Grad 58. Also wir haben letztendlich eine Verkleinerung in der Proportion der Cheops-Pyramide von der Form her. Das ist das eine. Diese zwei Abstufungen, die wir ja haben, das hat nachher alles auch eine bestimmte Bewandtnis mit der Umwandlung, was die da passiert und wie das alles geometrisch aufgebaut ist, das würde ich zu weit führen, aber das habt ihr nachher auf 9 Seiten Minimum im Buch alles genau erklärt, auch rein mathematisch, was da dahinter steckt. Wir haben es in diesem Gefäß, wenn man so will, mit einer super Konstruktion zu tun, weil du das Quadrat hast, den Kreis und das gleichschenklige Dreieck. Und vielleicht könnt ihr euch... Wo ist der Kreis, bitte? Der Kreis ist automatisch, wenn du den Mittelpunkt Mensch nimmst, dann hast du, also der wird dadurch gebildet. Und dadurch kannst du bestimmt die Rechnungen anstellen, weil Kreis mit Pi und so weiter. Ihr könnt euch alle an das Abendmahl von Leonardo da Vinci erinnern, wie Jesus sitzt mit den Jüngern. Da ist die ganze Konstruktion von diesem Abendmahl ist auf die Cheops-Pyramide aufgebaut. Exakt auf die Winkelgrade. Und dass Jesus eben den Kopf so schräg hat, hat alles was mit der Berechnung zu tun. Dass der ungläubige Thomas mit dem Finger da so sitzt, wenn dieser Finger 1 Millimeter weiter oben wäre, würde die ganze mathematische Berechnung, die man in diesem Gemälde findet, die würde in sich zusammenbrechen. Und in dem Gemälde ist die Konstruktion genau von diesem Topf berechenbar drin. Dort hast Heidel 2 Bücher geschrieben, Enthüllte Geheimnisse vom Abendmahl von Leonardo da Vinci. Das ist mal ein Thema für sich, wenn er mal auf die Homepage geht und da mal ein bisschen blättert und schaut, das Geheimnis liegt in dieser Pyramide. Kupfer natürlich als Material leitet gut. Diese Form an sich, wie sie gegeben ist, ist in den uralten Schriften der Veden vor tausenden von Jahren schon angekündigt, dass es diese Form haben wird. Steht da alles schon geschrieben. Und diese Form ist jetzt so gegeben, dass sie bei Sonnenauf- und Untergang in Resonanz mit den Energien geht, die von der Sonne zu diesem entsprechenden Zeitpunkt kommt. Es findet also quasi ein Energieaustausch statt, der entsprechend aufgrund dieser Winkelmaße ungefähr 12 Kilometer in die Höhe geht, bis in die Stratosphäre darüber hinaus und im Umkreis ungefähr von 1,5 Kilometern eine Wirkungsweise hat. Und diese Wirkungsweise, die kann man feinstofflich messen mit dem sogenannten Kirlian-Fotografiegerät oder auch mit dem sogenannten GDV-Gerät. Wir waren zum Beispiel bei Heilpraktikern. Der hat uns vorgeführt, Person vor dem Agnihotra, Person nach dem Agnihotra. Und diese Personen haben gar nicht gewusst oder kannten das Feuer an sich nicht. Es wurden also Energiefelder gemessen, ungefähr 10 Minuten vor dem Feuer und 10 Minuten danach. Sehr starkes Wurzelchakra. Ganz stark. Also die Erdung findet auch statt. Und der Heilpraktiker hat uns das so erklärt, dass mit dieser Feuertechnik, obwohl die Energiezuwachs bis 126% bei einer Person war, dass da keine überschüssige Energie gegeben werden kann, sondern dass sich das alles im ganzen System von Gehirn, Blutbahn, Lymphe, alles was wir haben, Körperzellen, dass dieses Feuer eine ausgleichende Wirkung hat. Also nicht, da wird nichts gepusht, sondern es wird versucht, die Energielücken zu füllen. Und da, wo Energie einigermaßen da ist, da wird sie stabil gehalten. Es werden quasi die Energielücken gefüllt. Und da haben wir 3 ganz super tolle Bilder von diesen. Schauen wir hier vorher
Und dann nachher, und hier ist auch relativ schwach ausgebildet und das dann entsprechend nachher. Und das nur durch ein einziges Feuer sind die mit dabei gestanden. Und natürlich jetzt nachher durch die Ascheeinnahme entsprechend kann sich dieses Feld nochmal verändern. Da haben wir jetzt keine Bilder mehr da, aber wir haben das gemessen und haben die Zahlen dann in der Skala. Ist also die Energie nochmal nach oben gegangen. Mhm. Das ist das Feinstoffliche zu dem Feuer. Also in den alten vedischen Schriften ist die Anleitung, diesen Pyramidenstumpf brauche ich. Dann brauche ich getrockneten Kudung. Von diesem Kudung wird gesagt, dass er einen Stoff enthält, der ungefähr dem Penicillin entspricht, also antiseptisch wirkt auf Bakterien. Kulturen, die wir alle bei uns irgendwo herumschweren haben, die uns auch schwächen können, hat man nachgewiesen, dass die pathogenen Keime so um die 90% abnehmen, wenn dieser Kudung in dieser Schale verbrannt wird. Und wenn du natürlich entsprechend die Asche einnimmst, ist auch der Körperhaushalt, sage ich jetzt mal, von bestimmten Keimen, die gar nicht da sein sollen, die verabschieden sich dann halt einfach. Dann benötigen wir als nächstes ausgelassene Butter. Ghee genannt. Das wird in den Veden so beschrieben wie ein Allheilmittel. So aus Ayurveda kennt man Ghee, so zum Einreiben, zum Salben, zu bestimmten Kuren, innerlich einnehmen, äußerlich. Und Ghee hat ähnlich wie der Kudung in Verbindung durch den Verbrennungsvorgang. Es werden quasi die toxischen Stoffe, die uns umgeben, die werden neutralisiert oder auf eine andere Schwingungsebene gebracht. Deshalb diese zwei Materialien. Und benötigt wird noch Reis, das sollte nicht abgekocht werden, sondern nur Naturreis, weil Reis an sich von der Makrobiotik den Yin- und Yang-Ausgleich hat. Also er ist immer irgendwo in der Mitte. Du kannst auch nie zu viel geben, du kannst auch nie zu wenig essen. Also er hat immer die Fähigkeit, dich auszugleichen. Reis ist eigentlich das Korn, sagt man überhaupt, oder das goldene Korn vor Weizen und Roggen. Der wird benötigt ebenfalls fürs Feuer und hat noch zusätzlich die Eigenschaft, wenn er hier in die Verbrennung geht, bis bestimmte ätherische Öle frei werden, die dann auch wieder die toxischen Stoffe reduzieren. Mhm. Also immer durch den Verbrennungsvorgang mit diesen Materialien habe ich die Möglichkeit, sage ich mal, die verschmutzte Atmosphäre zu reinigen. Das ist der Sinn, sagen wir mal, von dieser ganzen Feuertechnik. Und die findet jetzt erst richtig dann statt, wenn ich dazu eine Wort-Klang-Kombination in Sanskrit spreche oder singe. Das ist hier zum Üben auf der CD. Und diese Sprache Sanskrit hat die Eigenschaft, dass das ausgesprochene Wort Suryaye ist quasi identisch mit dem Wortklang-Schwingungsmuster von der Sonne. Ja, Suryaye ist quasi... Wenn wir jetzt hören könnte, was die Sonne von sich gibt, so als Schwingung, dann würde sie Suryaye von sich geben. Und wenn ich ein anderes Wort nehme, wie Baum oder Tasse in Sanskrit, dann hat immer genau das gesprochene Wort entspricht dem Klangschwingungsmuster. Mhm. Das kann ich jetzt mit einer anderen Sprache nicht erreichen, mit Latein nicht, mit Deutsch oder Englisch, Französisch funktioniert nicht. Es funktioniert quasi nur mit dieser Sanskrit-Sprache, damit ich in Korrespondenz und Resonanz von dem Gegenüber gehe. Mhm. Deshalb ist auch da, sage ich mal, wenn hier alles richtig stattfindet, zum richtigen Zeitpunkt, das Feuer gut brennt, alles durchgeführt ist, ist auch in dieser sogenannten rückständigen Agnihotra-Asche, werden dann 96 Elemente des Periodensystems, kann ich darin nachweisen. Die sind aber vorher hier und da und da und da gar nicht da, okay, sondern die werden da drin erst in der Resonanz gebildet. Mhm. Deshalb, wenn ihr später mal für eure Koordinate, wo ihr gerade wohnt, quasi so einen Zettel habt, wo Sonnenauf- und Untergang für ein ganzes Jahr berechnet ist. Wir haben jetzt heute Abend 18.18 Uhr 18 und ein paar Sekunden. Und ab dem Zeitpunkt, wo es auf dem Plan steht, ist danach genau für 4 Minuten dieser Energieaustausch findet statt. Nicht davor, nicht auch 10 Minuten danach, sondern exakt in diesen 4 Minuten. Mhm. Man hat so viele Experimente durchgeführt in Krankenhäusern damals, in Tschechien, in Polen. Hat auch zum Beispiel mal diese Form um das Zehnfache vergrößert. Hat statt dem Ghee, ich sage jetzt mal, ein anderes Fett halt verbrannt, ein tierisches Fett, statt dem Kudung und Pferdedung verbrannt. Und statt dem Reis ein Getreide. Und hat aber die Zeiten eingehalten,
Aber dann haben sich zum Beispiel die pathogenen Keime nicht reduziert. Die haben sich weiterhin schön vermehrt. Dann hat man mal die Zeit verändert, also nicht einfach 10 Minuten vorher oder 10 Minuten danach, und haben die pathogenen Keime sich immer weiterentwickelt. Und nur genau im Zeitrahmen, wo eben alles in die Resonanz geht, werden diese, schädlichen Keime oder Bakterien, die wir nicht unbedingt brauchen für die Genesung oder für die Gesundheit, die werden dort in der Vermehrung gestoppt, in der Entwicklung. Zwar nicht ganz, aber Minimum zu 90%. Und deshalb muss alles, wenn es durchgeführt wird, richtig vorbereitet werden. Das Mantra muss nachher richtig gesungen werden. Und wie gesagt, diese Zeiten bekommt ihr dann im Internet. Wenn ihr bei uns auf der Seite seid, wo das Agnihotra, die ganze Feuertechnik erklärt wird, dann ist auf der Seite unter dem Bild, steht dann hier unten drunter, kostenlose Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten vom Heigl Verlag. Da geht ihr dann mit der Maustaste drauf und macht einen Klick. Und dann erscheint ein sogenanntes Google Earth-Programm. Da steht dann drin Berechnung der Agnihotra-Zeiten. Dann ist unsere Adresse vom Hof drin, 88633 Heiligenberg, Oberhaslach 6, Deutschland. Diese Zeile löschen, eure Postleitzahl, euren Ort, eure Straße mit Hausnummer, euer Land, wenn ihr es in Österreich seid, gebt ihr Österreich ein. Und drunter steht noch die Jahreszahl, also 2.11 in dem Fall. Und dann macht ihr Klick. Und dann berechnet dieses spezielle Programm innerhalb von ein paar Sekunden euren Längen- und Breitengrad. Den dann notieren auf dem Zettel, weiter scrollen auf die zweite Seite, bis dann wieder drin steht, Ort eingeben, Jahreszahl, Längengrade, Breitengrade. Und dann wieder absenden. Und dann bekommt ihr diesen ganzen Zettel für euren Ort für ein ganzes Jahr berechnet, ganz automatisch, mit Berechnung der Umstellung der Sommerzeit. Ja, dann habt ihr einen ganzen Zettel. Und damit könnt ihr das ganze Jahr für 2.11 und im nächsten Jahr dann halt für 2.12 hantieren. Und es ist natürlich jetzt wichtig, wenn hier steht heute Abend 8.18 Uhr und 7 Sekunden, müssen wir Minimum 10 Minuten vorher in Ruhe alles vorbereiten, 5 Minuten ungefähr vorher anzünden, damit es zum Zeitpunkt, wo hier dann steht, jetzt ist die optimale Einstrahlung der Sonnenenergie, ob ich die Sonne sehe oder nicht, die Energie kommt hier an. Genau zu diesem Zeitpunkt wird dann dieses Mantra gesungen. Und das üben wir jetzt miteinander. Das ist ganz einfach. Okay. Morgens ist es dann Suryaye Swaha, Suryaye Idam Namama, Prachapataye Swaha, Prachapataye Idam Namama. Ist schon mehr gesungen in dem Fall. Ne? Und es wird nur ein einziges Mal gesprochen oder gesungen. Auf der Lern-CD ist es 9-mal hintereinander einfach zum Anhören, so zum Üben. Aber wenn ihr das durchführt, morgens und abends wird nur ein einziges Mal gesungen. Und immer mit dem Wort Swaha, was so viel heißt wie ich gebe, wird eine kleine Portion Reis ins Feuer gegeben. Und das üben wir nachher draußen mal, bevor es richtig losgeht, wie das angezündet wird und wie es reingeschichtet wird. Und abends singen wir dann das Mantra ganz ähnlich, nur ein Wort ändert sich. Statt dem Suryaye, was der Sonnenenergie entspricht, singe ich Agnaye. Agni ist das Feuer und Agnaye kann man übersetzen, so das untergehende Feuer oder das Feuer, das sich vom Tag verabschiedet. Und dann singen wir abends dann Agnaye Swaha, Agnaye Idam Namama, Prachapataye Swaha, Prachapataye Idam Namama. Und ebenfalls wieder mit dem Wort Swaha, ich gebe, gibt man eine kleine Portion Reis rein, also zweimal eine Portion. Und damit ist der Vorgang an für sich abgeschlossen, vom Ritual her, aber jetzt brennt das Feuer ja. Und in dieser Zeit sollte man möglichst ruhig sitzen bleiben, Daniel. Gut, wichtig nochmal für uns, was ich vergessen habe euch zu sagen, wir benötigen natürlich noch eine feuerfeste Unterlage. Draußen führen wir es denn durch, das ist einfach ein Stein, nimmst einen Stein, nach Möglichkeit kein Metall, sondern einen Stein drauf. Wenn du das ist prinzipiell in der freien Natur mit Zugang zum Himmel gemacht werden? Wäre optimal. Wenn du natürlich jetzt sagst, im Haus möchte ich jeden einzelnen Raum mal räuchern, mal energetisch aufladen. Und hier im Buch ist natürlich nochmal erwähnt, wenn die Ausrichtung der Pyramide, ich schätze mal so ungefähr, stellen wir mal zum Kompass hätten, zeigt die Nadel dann nach Norden.
Das heißt jetzt nur, dass 10 Minuten vor 18 Uhr ist und um 18 Uhr ein spezielles Feuer hier am Hof durchgeführt wird. Wir gehen dann nachher raus zum Adnihutta zum Üben, ungefähr um 18 Uhr reicht aus. Also wenn ihr Kompassnadel habt und eine Seite zeigt mit dem Kompass nach Norden, dann wäre das perfekt von der Ausrichtung her mit der Pyramide. Wenn wir es machen können. Und wenn es sogar steht, irgendwie, wir haben draußen im Gelände halt so Markierungen, damit wir wissen, aha, den Topf muss ich so hinstellen. Da wollen wir jetzt mal einen Kompass dabei haben. Oder du machst dir irgendwie eine Markierung oder stellst den Klotz irgendwie so, was draufsteht, dass du nachher genau weißt, so muss ich ihn wieder draufstellen. Und dann die Durchführung Richtung Osten. Das wäre jetzt ungefähr so, wie ich gerade sitze. Weil energetisch kommt der Wirbel aus dem Osten und am Abend geht natürlich die Sonne hier im Westen unter. Dann stellen wir uns auf die Südseite und schauen dann nach Norden. Ja, morgens schauen wir nach Osten und abends schauen wir hier mehr nach Norden. Aber wir sehen dann, wenn die Sonne untergeht, die sehen wir hier auch immer. Das wird so im Buch nochmal beschrieben. Wir haben Leute, die haben Experimente gemacht und haben festgestellt, dass es eine Auswirkung auf die Pflanzen im Garten hat. Ob der Topf jetzt exakt ausgerichtet ist oder nicht, hat also Auswirkungen. Und vielleicht hat es sogar eine Auswirkung auf die Psyche. Denn das, was ich jetzt hier alles verbrenne, das hat in erster Linie eine Reinigung auf Körper, Seele, Geist. Und ich sage jetzt mal, je hingebungsvoller du sowas durchführst, aber auch ohne Erwartung. Einfach ohne Erwartung. Selbst die ganzen Ergebnisse, die du im Buch hast, auf der Internetseite, einfach mal ohne Erwartung und einfach mal nur beobachten. Dann wirst du sehen, irgendwas passiert in deinem Gemüt. Es wird ja gesagt, dass unser Gemüt gereinigt wird. Wenn unser Gemüt gereinigt ist, dann ändern sich die Gedanken, die Gefühle ändern sich. So das Mitgefühl für den Nächsten, Liebe, Dankbarkeit und so, das sind dann Dinge, die durch das Feuer, wenn man so will, transformiert wird zum höheren Bewusstsein, zum sogenannten Edelmenschen. Wir sind ja eigentlich alle schon gute Menschen auf einem guten Weg, aber wir wollen ja schauen, dass wir noch besser werden. So, das war das Wesentlichste zu der Technik. Ganz viel natürlich nachzulesen im Buch. Wir werden jetzt so ungefähr 10 Minuten rausgehen und mal miteinander üben. Der Kudung hier muss ja dann entsprechend noch gebrochen werden. Da muss auf beiden Seiten mit Ghee eingeschmiert werden und das ganze Einschichten, wie es angezündet wird, das zeige ich euch nachher draußen. Erstmal nur zum Üben und dann haben wir ungefähr vielleicht noch 10 Minuten Zeit und dann ist schon das richtige Feuer. Ja, also wir üben nachher in einem Topf, der schon gebraucht ist und ihr könnt euren dann holen und heute am Hof einweihen. Das ist eine feine Sache und die Asche dann mal mit nach Hause nehmen. Und über Anwendung von Asche, wie die in die Verwendung geht, auch zum Einnehmen, empfohlen wird halt täglich zweimal eine Messerspitze, morgens und abends. Wenn man Probleme hat, kann man mehr einnehmen. Wir machen es auch so, wir haben zu Hause so eine Wasserkaraffe, da wird kommt ein bisschen Asche rein, dass Wasser auch immer aktiviert ist, energetisch. Und klar, wie es dann für Garten und Blumen ist, müsst ihr schauen, sollte nicht zu viel Asche gegeben werden, denn, vor allem nicht bei Topfpflanzen. Also wenn man so eine Topfpflanze hat wie hier, genügt am Anfang mal so ein halber Teelöffel, ein bisschen in die Erde rein. Und pro Liter einen halben Teelöffel zum Düngen. Mehr braucht es gar nicht, weil das ist Information, die du weitergibst. Also wir haben neulich mal ausgerechnet, wir brauchen für einen Hektar ungefähr 4 Kilo Asche im Jahr. Ist nicht viel. Das sind vier so Beutel. Mehr brauchst du nicht. Und wahrscheinlich kämen wir noch mit weniger aus. Und ihr könnt natürlich diesen Pyramidenstumpf mit der Asche dann so lange stehen lassen, bis das nächste Feuer dann stattfindet. Also lass die ruhig da drin, die Asche, die wird ja dann noch, wenn du so willst, kosmisch auch noch aufgeladen und strahlt gleichzeitig ab. Und wenn ihr sie dann rausholen möchtet, bitte mit keinem scharfen Gegenstand, am besten ein Stückchen Holz oder ein Holzspatel. Ich gehe manchmal einfach hin und klopfe das so raus. Und wenn da halt noch ein Reiskörnchen hängen bleiben sollten, nimmt dann ein Stückchen Holz, also kein Metall, dass hier die Struktur nicht zerstört wird. Also das Reinigen geht eigentlich ganz einfach. Ja, und alles andere ist natürlich so, ihr bekommt von uns den Kudung trocken geliefert. Sollte der jetzt aber Feuchtigkeit ziehen, kann sein, morgen früh brennt er nicht richtig. Also wir legen den auch in der Zwischenzeit immer wieder mal kurzfristig bei uns auf der Heizung oder auf dem Kachelofen. Ja, weil wenn er mal kurz draußen ist oder du hast nachts Schlafzimmertür offen,
kommt einfach Nebel und Feuchtigkeit rein, kann sein, dass er am nächsten Morgen nicht richtig gut brennt. Also wir schauen immer zu, dass er ein bisschen einen Tag vorher einfach nochmal auf der Heizung liegt. Im Sommer ist nicht notwendig und wie das nachher funktioniert mit Brechen, das zeigen wir euch gleich. Jeder macht so, wie er sagt, ich habe gerade Zeit, ich habe die Muse dazu. Du solltest auch immer in einer guten Stimmung sein. Also wenn jetzt jemand ganz gehetzt an das Feuer geht, ist auch nicht gut. Oder man hat Probleme gehabt irgendwo im Geschäft oder mit dem Nachbarn und ist innerlich ein bisschen aufgewühlt, ist es, weil deine Stimmung geht da ja auch mit rein, ne? Und die geht dann auch wieder in den Kosmos. Also man sollte einfach, ich sage jetzt mal, gut drauf sein. Ich meine, wenn man ein Paar ist, ist immer optimal. Wenn meine Frau sagt, oder wir sagen den Kindern, wer von euch möchte heute Abend einen Hot drauf vorbereiten? Morgens geht es ja nicht, da sind sie ja schon aus dem Haus. Und dann meldet sich ein Kind, die Iris kann das schon ganz alleine. Ja? Iris, du schon mal Agni Hotra Mantra vorsingen am Morgen. Ja, wie gesagt, muss jeder selber wissen, wie hier am Hof wird es jeden Tag praktiziert, seit 23 Jahren ohne Unterlass ist immer eine Person eingeteilt. Und zur Reserve ist die Erika Hausmann da oder Horst Heigl. Aber es ist immer eine Person da. Manchmal brennen ja auch zwei. Und wir zu Hause machen so, wie es geht. Manchmal brennen zwei Feuer, ein Kind führt eins durch und ein Erwachsener. Und morgens muss man gucken. Also wir haben auch eben gemerkt, seitdem in jedem Zimmer irgendwie auch so eine Schale steht und die Asche ist da drin. Ja, es ist eine andere Energie einfach da, sag ich mal. Gut, dann trinken wir den Tee zu Ende und dann gehen wir raus und versuchen mal das Feuer vorzubereiten. Wir legen in diesen Pyramidenstumpf ein ganz kleines Stückchen Kühlung rein. Da wird kein Ghee drauf gegeben. Das legen wir unten in die Plattform. Dann werden so 2 bis 3 Stückchen Kudung gebrochen. Die können wir nochmal bringen. So. Das können wir so vorbereiten, dass wir das in die Kanten reinlegen. Jetzt warte ich noch auf das Ghee. Dann wird dieser Kudung von beiden Seiten bestrichen. Vielen Dank. Dankeschön. Dazu könnt ihr einen Löffel verwenden, die Finger, ein Stückchen Holz. Seite. Ah, das ist jetzt schon flüssig. Schau mal, das kommt ein bisschen so flüssig gerade aus dem Keller. Das ist super. Und dann bestreichen wir beide Seiten, aber nicht zu viel vom Ghee. Mit diesem Holzspachtel. So. Einmal. So. So, das genügt. Nur 3, nicht 4. Du kannst noch ein viertes dazu nehmen, aber diese 3 reichen an für sich aus. Was ganz gut ist, wenn man immer so eine Kerze irgendwo in der Nähe hat. Du kannst hier natürlich jetzt auch Bienenwachskerze benutzen. Weil es soll kein Streichholz ins Feuer reinfallen. Also in diese Pyramidenstumpf und natürlich auch nicht mit dem Feuerzeug anzünden, sondern am besten wäre es jetzt optimal über solch eine Kerze. Dann zünde ich, wenn es geht, ein dünneres Kudungstückchen an. Und jetzt werden wir schauen, wie trocken der ist. Wenn es manchmal nicht klappt, nehme ich nochmal den dazu. So, bis es jetzt alles gut brennt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sonnenauf- und Untergangszeiten angegeben sind, braucht man schon gut 4 bis 5 Minuten Vorlaufzeit. Und wenn es natürlich draußen windig ist, ist auch ein Problem, dann kann das Feuer ausgehen. Und deshalb zeige ich euch mal, wie das funktioniert, wenn man eine Kampfertablette da reingibt. So eine Anzündehilfe vom Kampferbaum. So, wenn dieses Stück einigermaßen brennt wie jetzt, dann lege ich das so in knapp im 30 Grad Winkel hier rein. Gebe das andere Stück von der Seite hier so dazu, dass es eine Fläche gibt, wo der Reis nachher drauf fallen kann. So, jetzt tun wir hier mal ein bisschen Kampfer rein, damit es besser brennt. So, weil ein Feuer muss für die Sache, die wir hier praktizieren, das muss gut brennen. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Ghee drauf.
So, und jetzt müssen wir warten, bis das gut brennt. Der hat schon wieder ein bisschen Feuchtigkeit gezogen, der Kuchen. Ich muss nochmal mit Kampfer nachhelfen, dass es wirklich gut brennt. Jetzt brennt es gut, ne? Dann haben wir nachher unseren Reis. Dieser Reis sollte in einem Schälchen. Werden wir mal kurz eins holen. Mal hier drin. Es brennt jetzt momentan nicht gut. Es ist jetzt auch gut, dass das mal so passiert, weil der Kuchen ist nicht ganz trocken. Der kommt jetzt nicht direkt. Ich muss jetzt nochmal Kampfertablette nachgeben. Wir brauchen auch nochmal ein bisschen Wie. Der hat jetzt schon wieder Feuchtigkeit gezogen, der Kuchen. So. Jetzt hole ich gerade noch mal die zwei Anleitungszettel, damit wir miteinander noch mal das Mantra üben. Dani, du bist jetzt ganz ruhig. Ja? Versprochen? Platz machen, Daniel. So, für euch noch mal ein bisschen zum Üben für den Abend. Also wir singen heute Abend das Mantra Agnaye Svaha Agnaye Idam Namama Prachapataye Svaha Prachapataye Idam Namama. Mit dem Wort Svaha geben wir eine ganz kleine Prise Reis ins Feuer. Das bereiten wir so vor, indem wir etwas Reis in solch eine Schale geben. Zu Hause kannst du Keramik oder Glas nehmen. Wichtig ist, dass da immer ein bisschen Liebe zukommt. Das wird dann mit dem Finger vermixt. Und dann geben wir genau zum Zeitpunkt, wo hier am Romerhof Heiligenberg heute Abend die Sonne untergeht, geben wir diese zwei Prisen Reis nachher ins Feuer. Gut, üben wir für den Abend gerade nochmal. Agnaye Svaha Agnaye Idam Namama Prachapataye Svaha Prachapataye Idam Namama Agnaye Svaha Agnaye Idam Namama Prachapataye Svaha Prachapataye Idam Namama. Und morgens wird nur eine Silbe verändert. Da singe ich dann statt dem Agnaye Suryaye. Morgens ist es dann Suryaye Svaha Suryaye Idam Namama Prachapataye Svaha Prachapataye Idam Namama. Und immer mit dem Wort Svaha geben wir dann eine ganz kleine Prise Reis ins Feuer. Schau, ich kann mal auf die Uhr, wir haben schon 12 nach. Das heißt, du kannst schon deinen Topf auch schon rausholen. Dann werden wir hier soweit alles vorbereiten, dass wir parallel für dich alles vorbereiten. So. Da brauchst du eine Unterlage. Das erste. Ja. So. Dann kommt ein kleines Stückchen hier rein. Schauen wir mal zu, dass wir ein bisschen ein kleineres anbrechen. Da werden es halt ganz gut werden sollen. Machen wir ein viertes rein. Jetzt kannst du das mal ein bisschen bestreichen mit von beiden Seiten. Und ich lasse meins einfach so lange weiterbrennen und benutze es dann nachher. Ich muss dann auch immer ein bisschen Giefer. Ja, es ist gut so. Vorne und Rückseite.
So, jetzt müssen wir das erste Stück auch schon anzünden. Ich helfe gerade mal hier. Auch das zweite schon. Also der Kodung ist an, was ich bei uns, wie gesagt, getrocknet. Es kann nur eben sein, dass jetzt aufgrund von Feuchtigkeit, die da durchzieht, der Kodung ein bisschen gezogen hat. Nein, Feuerzeug nicht. In, über einer Kerze kannst du es anzünden, aber nicht Feuerzeug. Okay. Oder ein ganz langes Streichholz ist okay. Aber es soll auch nie ein Streichholz im Feuer landen. Okay. Das wäre nicht gut. Ja, genau. Ah ja, guck mal, da kommt das gut. Super. Ja, eben. Ja. Jetzt sogar ein bisschen hin hier. Wir helfen gleich nochmal mit einer Kampfertablette nach. So, dann kann ich das auch gleich noch schräg dazulegen. So, das ist noch nicht so schön brennt wie bei mir. Ja, einfach drauf, das ist gut so. Warte mal ein bisschen mehr so. Das so schräg. Das ist gut. So, jetzt gehen wir mal. Die Kampfertablette hat den Vorteil, normalerweise wird die nur hinzugegeben, wenn man draußen auf dem Feld ist und geht ein bisschen arg Wind und das Feuer geht mal aus, gibt man noch mal eine rein. Aber wir machen es jetzt, damit dein Feuer richtig ganz toll brennt. So, stellen wir es ein bisschen weiter vor. Dann hast du hier den Reis und dann gibst du nachher auch mit dem Wort Swaha. Wenn ich dann singe, gibst du denn das ins Feuer rein und so, dass du nicht die Finger vorbei und ein bisschen vielleicht von oben ein bisschen mixen, genau. Und der Daniel schaut genau zu, wie das gemacht wird, gell? Dass du das Papa und Mama auch zeigen kannst. Wenn sie mal nicht weiter wissen, fragen sie, Daniel, hast du jetzt aufgepasst? Wie war das nochmal? Was muss ich jetzt zuerst machen, dass du das genau siehst? Gell? Der Papa hat jetzt alles auf Video aufgenommen, dann könnt ihr das zu Hause in Ruhe nochmal anschauen. Gell? Wie es gemacht wird, gell? Genau, da kannst du alles nochmal schauen. So. Ja? Agnaye Svaha, Agnaye Idam Namama, Prachapataye Svaha, Prachapataye Idam Namama. Das Feuer brennt jetzt richtig gut. Also wenn wir es so jedes Mal angezündet bekommen, dass zum Zeitpunkt, wo das Mantra dann gesungen wird, dass die Flamme schon so schön da ist. Jetzt ist es abhängig, wie lange es weiter brennt, wie viel Ghee wir draufgegeben haben oder wie viel Kuchen. Aber der Vorgang geht normalerweise 4 bis 5 Minuten vor dem Zeitpunkt anzünden und dann 4 bis 5 Minuten nach dem Zeitpunkt. Wir haben jetzt hier noch die Wanne nicht. Ja.
Sanskrit-Mantras gesungen, dass ihr einfach mal so das hört, wie sich das anhört. Das ist überhaupt keine Verpflichtung für euch. Morgens und abends das Agnihotra-Mantra je einmal singen und immer beim Wort Swaha Reisensfeuer geben. Da muss der Daniel genau aufpassen, dass mit dem Wort Swaha, genau mit Swaha das Wort der Reisen, ja? Nicht danach, nur nicht davor, sondern Swaha. Jetzt müssen wir nachher ungefähr 10-15 Minuten warten, bis es abgekühlt ist, ausgeglüht ist und die Asche lassen wir dann schön drin. Dann habt ihr euer Agnihotra heute am Hof schon hingemacht. Das ist was Schönes. Freut mich auch. Toll. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr da wart. Ja, schön. Lass ich dazu. So viel schau mal, und so eine Platte macht sich an sich ganz gut, so von der Größe. Wenn du dann einen Kompass hast und die entsprechend ausrichtest, dann lässt du die Platte einfach immer stehen und da wird parallel der Topf immer drauf gesetzt, dann weißt du, dass es die Seitenkante. Ne? So, schau mal, meins geht jetzt etwas früher aus, weil bei der Mama haben wir später noch ein bisschen Ghee draufgegeben bei euch. Gell? Schau mal, hier haben wir mal vergessen, die hat eine Unterlage, da hat einer das ganz eilig gehabt. Gell? Jetzt ist schon verbrannt. Das ist jetzt verbrannt. Und ist auf dem Feld jetzt auch ein Agnihotra durchgeführt worden? Es sind jetzt mehrere. Also eins, okay, ist eins im Haus, eins draußen, also eins nochmal drin, also drei oder vier oder fünf. Und wir hatten... also es war nicht das einzige? Nein, wir sind mehr als unsere zwei schon. Also es waren vielleicht halt sechs oder sieben. Und wir hatten im letzten Jahr ein Sommerfest... Bitte, da waren insgesamt 70 Personen da, also alle, die schon das Agnihotra kannten, waren eingeladen. Und wir haben vor, auch im nächsten Jahr dieses Sommerfest nochmal zu wiederholen. Also ihr werdet dann als Agnihotris auch eingeladen. Das heißt, entweder schaut ihr bei uns auf der Homepage, ab Juni wird das angekündigt, in circa so und so vielen Wochen ist das Sommerfest. Da bringt dann jeder ein bisschen Kaffee, Kuchen mit oder was fürs Abendessen. Dann wird nochmal eine weitere Mantra-Technik geübt, das sogenannte Vairuti und Triambakam, was schon auf der Mantra-CD drauf ist. Das kann man dann da lernen. Und natürlich dann werden Erfahrungen ausgetauscht. Da waren ungefähr, wie gesagt, 70 Personen da und am Abend haben 40 Agnihotra-Feuer gebrannt. Das könnt ihr bei uns auf der Homepage zum Sommerfest nachschauen. Und das ist natürlich eine super tolle Stimmung, wenn dann Leute, waren auch viele aus Österreich da und aus der Schweiz. Und ich denke, fürs nächste Jahr bekommen wir vielleicht 200 oder 300 Besucher. Wenn das Wetter noch mitmacht, wäre es natürlich perfekt. Ne? Und da laden wir dann rechtzeitig alle Agnihotris, die einmal schon am Hof waren und auch die Technik kennen, dann zu diesem Sommerfest ein. Das ist also jedes Jahr vorgesehen. Ja, also geplant ist hier der zukünftige Homahof als Seminarzentrum auszubauen. Wir benötigen natürlich noch Sponsorengelder von ungefähr 8 Millionen Euro. Dieser Plan stimmt in der Zwischenzeit nicht mehr, aber er soll symbolisch dafür stehen, dass wir seit 20 Jahren uns Gedanken machen, wie dieses Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, ehemalige Stallung, eben so ausgebaut wird, dass wir Platz haben für Minimum 300 Personen, für Vorträge. Und natürlich auch entsprechend, dass wir Wohnräume schaffen für Besucher und für Leute, die hier am Hof dann tätig sind. Das wäre die Planung. Es ist irgendwie einfach für Lungen und Bronchien. Das ist jetzt nicht gut, wenn du zu Hause, sage ich mal, Vorhänge. Dann könntest du aber hingehen, wenn es zu arg qualmt. Entweder stellst du den Topf nach draußen, ja, oder du könntest mit solch einer Platte, die du ja auch in jedem Baumarkt bekommst, könntest du das abdecken, dass die Rauchentwicklung nicht zu stark wird. Also wir haben eine Schale seit 40 Jahren im Einsatz. Für die Aufwendung von, ich glaube, 22 Euro kostet die gerade, ist eine Anschaffung fürs Leben, sage ich mal. Die geht ja nicht kaputt. Also nie reinigen? Nein, reinigen nicht in dem Sinne, dass es in die Waschmaschine kommt oder mit einem harten Gegenstand, sondern eben mit so einem Holzspatel, guck mal, dass man es mit dem dann nachher hinterher ein bisschen auskratzt. Das reicht voll aus. Mehr braucht man nicht. So, wir putzen das jetzt noch mal aus. Der Text ist in der Beschreibung eher auch drinnen, in dem Starter-Set. Ja, ja, der ist drin und auch nochmal die ganze Mantra-Erklärung, was das auf Deutsch alles übersetzt heißt oder zumindest die Bedeutung dessen.
könnt ihr viel nachlesen. Und wenn ihr mal die Zeit habt, bei uns auf der Homepage nachzuschauen, zum Thema Agnihotra, also wo das ganze Feuer beschrieben wird, dort beschreibt ein Brahmane, also ein Gelehrter, der sich in der Sanskrit-Sprache sehr gut auskennt, der hat in den Veden gelesen, dass dort eine, er hat es gesagt, so eine Art Gottheit beschrieben wird, die in Sanskrit beschrieben wird, dass jemand kommen wird, dem man die Dornenkrone aufsetzt, dass der gekreuzigt wird, am dritten Tag wieder aufersteht. Das steht in den Sanskrit-Schriften drin. Die 6000 Jahre alt sind. Das ist unser Wohnmobil? Kann nicht sein. Nein, das glaube ich nicht. Vom Nachbarn. Wie alt die Veden genau sind, weiß niemand. Die wurden zur Zeit der Schöpfung gegeben, aber die wurden natürlich auch irgendwann mal aufgeschrieben. Man kann nachlesen, dass die 3.000, 4.000, 5.000 Jahre alt sind, aber möglicherweise die ersten Gesetzestexte vielleicht sogar noch älter datiert sind. Und da könnt ihr mal von diesem Brahmanen, Chelappa heißt er, glaube ich, einfach mal nachlesen, was da geschrieben steht in den vedischen Urschriften. Und das dann in Vergleich zu den Bibeltextstellen nimmt. Es ist eigentlich schon erwähnt, dass da jemand kommt. Bevor das passiert ist, ist das schon längst erwähnt worden. Und das finde ich hochinteressant. Das kann man so auf 8 Seiten bei uns auf der Internetseite nachlesen. Dein Feuer brennt immer noch. Wir haben jetzt das große Glück, dass das ganze Wissen aus den Veden, was an sich der Brahmanenklasse oder der Priesterklasse, wenn man das so will, obliegt. Und an sich in Indien auch diese Priesterklasse dazu etabliert ist, das ganze Wissen über Mantra und so weiter zu erlernen. Das ist jetzt für die heutige Zeit so vereinfacht gegeben worden, dass es jeder praktizieren kann. Also du musst kein Sanskrit-Studium mehr durchführen, keine Brahmanenschule besuchen. So einfach, wie es wir jetzt euch erklärt haben, könnt ihr das, wenn ihr das praktiziert, auch nachher weitergeben. Das ist jetzt für die heutige Zeit, weil das wichtig ist, möglichst viel Energie in die Atmosphäre zu geben, die Atmosphäre zu reinigen. Wir haben jetzt auch im Internet nochmal 2 Termine angeboten. Also für November ist es der 5. und der 19. Steht aber alles im Internet. Und sonst habe ich vielleicht, nee, Flyer habe ich nicht da. Aber im Internet sind die Daten, ja? Und wenn Sie natürlich die Zeit haben zu kommen, wäre es toll, weil das hier mitzuerleben ist was anderes, wie wenn Sie ein Buch bestellen und dann es erstmal durchlesen. Finde ich auch. Ja? Finde ich besser, ja. Bernd, vielen Dank. Auch vielen Dank. Agnaye Svaha, Agnaye Idam Namama, Prajapataye Svaha, Prajapataye Idam Namama.